Ja, wir fahren hier mit der historischen Straßenbahn los am Technopark. Auf dem Areal befinden sich heute verschiedene Forschungseinrichtungen, also die Fraunhofer-Institute, Werkzeugmaschinen und Umformtechnik und das Institut für elektronische Nanosysteme. Und daneben noch das Forschungscluster Main und das Forschungscluster MIRT, was sich insgesamt also mit multifunktionalen Leichtbaustrukturen beschäftigt. Es geht also im Grunde genommen darum, Rohstoffeffizienz und energieeffizient zu produzieren. Ja, mittlerweile hat die Stadt Chemnitz, die im bundesweiten Wettbewerb sich durchsetzen können, und hier im Technopark Süd wird das Wasserstoffzentrum integriert. Auf dem Technopark werden entstehen Labore, Tankstellen, Seminarräume, Werkstätten und natürlich auch Teststrecken. Das ganze Areal ist 37.000 Quadratmeter groß und bis zum Jahre 2024 soll dann faktisch das erste Gebäude wenigstens entstanden sein. Weitere Forschungseinrichtungen und Unternehmen werden dazu kommen. Das Gebiet der Technischen Universität, was Ende der 50er Jahre bereits entstanden ist mit den ersten Wohnbauten, wurde hier begründet und das erste Sektionsgebäude entstand faktisch 1960. Das ist die heutige Halle E, also das erste Labor- und Forschungsgebäude. 1970 wurde dann die Mensa eröffnet und 1974 der sogenannte Adolf-Weinhold-Bau, der in der Zeit bis 2014 umfassend um- und neu gebaut worden ist. 1998 entstand dann das Hörsaalgebäude, die sogenannte Orangerie. Wir nähern uns jetzt dem Südbahnhof. Auch das ist ein interessantes Projekt, was sich derzeit in Chemnitz darstellt. Der letzte Abschnitt der Schieneninfrastruktur wird also derzeit an moderne Standards angepasst. Und zwar auf dem knapp 3 Kilometer langen Stück zwischen Augustusburger Straße und dem Haltepunkt Chemnitz Mitte werden die gesamten Gleisanlagen erneuert. Die 4 Brücken, Augustusburger Straße, Bernsdorfer Straße, Reichenhainer Straße und Stolberger Straße, werden als
Stahlbetonbrücken neu gebaut. Für das Chemnitzer Viadukt wurde ein Planänderungsverfahren durchgeführt. Dieses Projekt ist eingeordnet in das Gesamtprojekt Sachsen-Franken-Magistrale und der gesamte Abschluss der Arbeiten soll also 2025 erfolgen. Ja, wir fahren jetzt direkt in den Bernsbachplatz ein. Um 1900 gehörte dieser Platz mit zu einem der verkehrsreichsten Plätze in Chemnitz. Auf der linken Seite haben wir ein ehemaliges Wohnhochhaus, was 1969 für ungarische Gastarbeiter gebaut worden ist und deswegen im Volksmund Paprikaturm genannt wurde. Heute befindet sich in diesem Gebäude das Seaside Residenzhotel. Die Reitbahnstraße, die wir jetzt befahren, ist also im Zuge der Neubebauung nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Und zum großen Teil sind diese Häuser Anfang der 50er Jahre entstanden und haben eine Besonderheit, nämlich die sogenannten Tonnengewölbedecken, weil damals Mangel herrschte an entsprechenden Materialien wie Beton und Stahl und deswegen ist man dann auf diese Technik ausgewichen. Dieses Stück Reitbahnstraße wurde also, wie gesagt, zu DDR-Zeiten bebaut und war ein beliebtes Einkaufsviertel. Und Sie sehen auch heute noch zahlreiche Geschäfte zieren hier das Viertel.